Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf einer nordfriesischen Marshmap. Vierfach ohne Gräben in der Version 1.2. Aber wir müssen hier erstmal ein bisschen dafür sorgen, dass hier unsere Produktionen laufen. Sprich, dass wir Paletten produzieren, dann kann ich mal gucken, wo ich denn mal Pellets verkaufen kann. Große Paletten. Achso, vielleicht soll ich den Arbeitsmodus auch einschalten, dass er die auch auflädt. Macht ja sonst keinen Sinn. Oh. Ist egal. So. Also erstmal alles aufgeladen, das ist schon mal gut. So, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen hier mal Ordnung machen. Mit unseren Wechsel. Rücken da mit unseren Hakenlift-Dingern. Die können wir wieder auf Position stellen. Kann ich dann auch mal ins Lager bringen. Warum steht er da so rum? Ist klar, dann kann ich da direkt hinfahren. Ich finde das vom Prinzip her gar nicht so schlecht. Leider hat es mit dem Modifizieren noch nicht so ganz geklappt. Also was ich ja hingekriegt habe, ist, dass der zweietagig lädt. Also die Kapazität verdoppelt. War jetzt auch nicht so das große Problem. Aber eben, dass der... Dass er, na, was wollte ich denn sagen? Ich hab's vergessen. Ach so. Ja, dass er. Naja, hab ich schon wieder vergessen. Ach so, das mit dem Autoload. Ich wollte die Autoload-Zone wollte ich eigentlich noch vergrößern. Das habe ich noch nicht hingekriegt, leider. Das ist ein bisschen schade, aber... Aber auch das kriege ich noch hin.
habe gar keinen Dolly hier. Weil jetzt etwas schade ist. Ich könnte mir einen leihen. Ich muss gleich erstmal gucken, was Stoffrollen gerade bringen. Ja, den koppel ich jetzt nur an, um Autoload zu aktivieren. Ich weiß gar nicht, produziert der hier überhaupt noch oder fehlt hier irgendwas? Ja, hier fehlt irgendwas. Was denn? Ich habe keinen Strom und keine Hackschnitzel mehr hier. Na dann. Dann weiß ich ja, wo ich Stroh und Hackschnitzel gleich hinbringe. So, was gibt's denn überhaupt für Pellets? Wo stehen sie denn? Pellets, Palettenverkauf am Hafen. Naja, so viel gibt's da jetzt nicht für. Als dass sich das lohnen würde. Bleiben wir doch erstmal jetzt hier stehen. Schalten den ab. Steigen in den ein. Und oh Wunder, ich habe da gerade spontan eine Idee gekriegt, wo ich denn vielleicht ein bisschen Stroh hinbringen könnte. Und zufälligerweise steht hier auch noch ein zweiter Anhänger. Zufälligerweise fahre ich jetzt auch genau dahin. Ich hätte den Dolly noch mitnehmen können, aber nö. Wozu? So, Feld 1, Gears, ja, 70%, das ist ja super. Der ist auch gerade fertig geworden. Da gehen wir gleich hin. Erstmal bringen wir hier Stroh weg. Ja, jetzt warten wir nur noch auf Feld 4, dass Feld 4 das Stroh abgefahren wird. Und wenn das soweit ist, dann warten wir auf Feld... Müssen wir das neu ansehen und müssen das Feld 12 noch komplett ernten und Stroh abfahren. So, moin. So, den ersten leer machen. Drüben wird fein säuberlich produziert, das ist sehr schön. Und den zweiten leer machen. Ist das mit Stoffrollen inzwischen? Die inzwischen weiter oben, kohlemäßig? Nee. Wir sind auf dem absoluten Nullpunkt angekommen. Dann verkaufen wir die auch noch nicht. So.
machen wir jetzt. Jetzt suchen wir hier mal schnell Hackschnitzel ab. Damit hier dann weiter produziert werden kann. So, einmal voll laufen lassen bitte. In der Zwischenzeit. Der hat die Aufgabe erfolgreich erledigt. Kann er das ja mal wegbringen? Naja, wenn du die Aufgabe erfolgreich erledigt hast, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall hast du sie erledigt. Ob man das jetzt erfolgreich nennen will, weiß ich nicht. Wir fahren auf jeden Fall jetzt zu Feld 20. Wieso ist denn der nicht weggefahren? So, los. Fährt der auch gleich oder was ist hier los? Abfahren, habe ich gesagt. Naja, scheint dich nicht zu interessieren. Dann machen wir es eben selber. Machen wir eben selber ab. Geht ja auch. Der hier kann dann irgendwann mal Richtung Feld 12. Aber eben im Moment noch nicht. So. Jetzt lassen wir mal so. Erstmal hier abkippen. Und hier dann auch weitergemacht werden kann. Die Brennstoffversorgung auch wirklich voll ist. Ich weiß nicht, warum auch mal wieder aufhört zwischendurch. Soll wohl jetzt gut sein. Denke ich mal. So, und das Ganze bringen wir dann auch direkt hier zur Pelletfabrik. Und dann haben die hier richtig zu tun. Wir können Sand und Kies holen.
weil wir ja auch Zement brauchen. Können wir hier gleich schön ihn hier hinterher schicken. Ja, und er feucht uns, das ist doch schön. Lassen wir hier alles ein bisschen am Laufen. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like oder einen Kommentar. Abonniert mich, würde mich natürlich sehr freuen. Und noch mehr freut es mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich Ciao!